Damit wäre recht, willkommen wieder zurück auf unserem Kanal zu einer neuen Folge von 7 Days to Die, von unserer kleinen Challenge, die wir hier haben. Wie ihr seht, wir sind wieder vorm Händler, wie am Ende der letzten Folge. Und wir werden uns als erstes gleich mal zwei Missionen gönnen und werden uns die jetzt hier erstmal kurz organisieren. Was? Ich will was? Gib mir einfach irgendwas. Beseitige die Zombies, okay. I don't trust you. Let's just end it. I don't trust you. Got a deal. So. Ich darf nur eine Aufgabe annehmen? Okay, wir dürfen nur eine Aufgabe annehmen, das heißt. Wie voll ist denn unser Inventar? Ja, scheiße, unser Inventar ist schon ordentlich voll. Wir müssen, glaube ich. Ach, scheiße, was machen wir jetzt? Okay, wir gehen als erstes, gehen wir Richtung Aufgabe, würde ich sagen. Machen das diesmal anders. Wir haben es ja in der ersten Folge haben wir das ja so gemacht, dass wir quasi vorher gelootet haben. Also, sprich, da wo wir jetzt hinrennen, ne? Da hinten in den 382 Metern. So, wir machen das diesmal so, dass wir die Aufgabe, glaube ich, als allererstes machen. Und gar nicht vorher looten, weil wir haben zu wenig Platz im Inventar für weiteren Loot, würde ich sagen. Okay, komm, jetzt gucken wir mal ganz kurz. Wir verbessern, beziehungsweise wir reparieren nochmal unseren ganzen Stuff, den wir hier so haben. Laden hier nochmal die Pistole kurz nach. Weil ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass wenn wir jetzt hier restarten, genau, dass der Vogel da oben nämlich ist. So, und alles andere versuchen wir hier wegzuholzen mit unserem Knüppel. Jetzt erstmal weg. Aua, aua. Ja, tat weh. Warum sind denn gleich wieder so viele munter? Oh, wir haben nicht gesessen. Ja, dafür. Okay, wir müssen einmal außen rumlaufen. Boah, es sind einfach sehr viele. Boah. Aua. Piss dich doch. Alter. Okay. Ich hab... Oh Gott, ich hab nur noch 56 Leben. Das sieht ja gar nicht so gut aus. Für mich. Hier, oh nee. Okay. Oh Gott, das war jetzt aber auch gerade. Wir sollten vielleicht ganz kurz benutzen. Wir haben auch vier Verbände. Das finde ich ja richtig geil. Kann ich ja. Also, nicht, dass ich YOLO gehen will, aber. Man hätte die Option. So, jetzt gucken wir mal, was wir hier wieder Nices finden. Da ist noch so ein Dude. Den lassen wir jetzt erstmal nochmal hierher kommen. Komm mal her hier. Kommen Sie, kommen Sie. Bin ich eigentlich auf die Kniescheibe auf? Warte mal. Ah, da ist noch eine Dame. Okay. Wir sind also nicht allein, mein Freund. Fall doch hin! So, jetzt können wir nochmal weiter looten hier. Oder auch nicht. Wo kommt ihr denn alle her? Meine Fräse, ey. Bleib liegen. Mann. Immer diese Leute. So, wir haben aber die Gegend auf jeden Fall hier gecleared. Sehr gut, wir haben hier wieder noch ein paar schöne Sachen zum Erlernen. Finde ich gut, finde ich gut, finde ich gut. Wir haben hier nochmal was zum Reparieren und zum Tragen. Tragen, sehr gut. Wir haben hier noch wieder was zu essen. Wir haben Tabletten, nochmal was zu essen. Wir haben einen
Vollautomatik-Mod. Mhm. Okay, cool. Dann haben wir ja erstmal richtig viele Utensilien abgegriffen. Den Topf lasse ich jetzt mal hier, weil der bringt uns halt nichts. Wir haben ja schon einen Topf bei uns in unserer Unterkunft. Das Einzige, was wir jetzt noch machen könnten, ist jetzt nochmal gucken, ob wir den Baumstumpf hier, ob wir jetzt endlich Honig kriegen, bevor wir uns um die zweite Mission kümmern. Natürlich nicht. Warum sollte es jetzt auch anders sein als vorhin? Na gut. Gut, gehen wir jetzt erstmal wieder zurück zum Händler. Und, werden jetzt unsere Belohnung wiederholen. Ja, das machen wir jetzt. So. Aber jetzt sind wir wieder beim Händler. Diesmal bei einem anderen Eingang. Gott, lass mich doch hier rein. So, jetzt können wir uns nämlich noch eine zweite Aufgabe holen. Und wir können uns einmal gucken, was wir Handgriffmod. Tagebuch des Jägers. Das werden wir nehmen. So, und dann werden wir uns noch eine weitere Aufgabe gönnen. Ja, aber vielleicht gehen wir die Zombies. Das ist da hinten, okay. Gut, bevor wir jetzt dahin gehen, würde ich sagen, fahren wir erstmal oder laufen wir erstmal kurz in unsere Heimat. Beziehungsweise wir verbessern unsere Fertigkeiten einmal ganz kurz. Indem wir nochmal Packesel nehmen. Dann machen wir mal ein bisschen was wir mit Heilen haben. Dein Stoffwechsel muss ziemlich schnell sein. Erhalte 35 Sekunden, eine Gesundheit, natürliche Heilung, kritische Verletzung, heilen 20% schneller. Perfekt. So, hier machen wir dann auch nochmal gleich noch einen rein. Okay, sehr gut. So, dann würde ich sagen, geht's erstmal Richtung Heimat, damit wir unseren. Damit wir uns erstmal leer machen. Ne? Also wir machen uns jetzt erstmal leer. Und dann gehen wir zur zweiten Mission und oder gehen zu dem Loot-Drop, zu dem Abwurf-Drop, der ja heute auch noch kommt. Ne? Dann haben wir unsere Tages-To-Dos soweit durch und können uns dann voll und ganz auf das Werkeln innerhalb des Hauses stützen. Und können dann gucken, dass wir unsere Unterkunft noch weiter verbessern. Aber das machen wir jetzt erstmal. Wir machen uns erstmal leer und dann sehen wir weiter. So, jetzt sind wir hier bei uns in unserer wunderschönen, wie nennt man's? In unserer Hütte sind wir jetzt angekommen und packen jetzt einfach mal alles zurück, was wir aktuell nicht benötigen. Okay, wir benutzen das. Das ist Essen. Das können wir gleich mal hier reinpacken. Und machen hier draus Wasser. So, was haben wir denn hier, was wir eventuell nicht wirklich benötigen? Naja, die Kniebel brauchen wir eigentlich auch nicht. Das heißt, wir können dann den Mais hier rüberpacken. So, den Rest würde ich halt mitnehmen, ne? Sag ich so, wie es ist, plus das Getränk, was wir jetzt hier noch uns herstellen, weil das würden wir uns nämlich auch gleich nochmal quasi gleich mal mitnehmen. Gut, wir gucken mal ganz kurz auf die Map. Stufe 1 Säubern ist hier hinten. Und der Loot Drop ist noch nicht abgeworfen worden. Das heißt, wir machen uns erstmal auf den Weg Richtung, also in die Richtung zumindest. Weil vielleicht haben wir ja Glück. Und der Drop, der täglich abgeworfen wird, ist vielleicht da in der Nähe. Ich weiß gar nicht, wann der abgeworfen wird. Dass es eine gewisse Uhrzeit ist. 11 Uhr, 12 Uhr oder so in dem Dreh. Müssen wir halt gucken. So, solange er aber noch nicht abgeworfen wurde, machen wir uns erstmal auf den Weg Richtung Mission. Mission Control. Okay. Jetzt sind wir hier an unserer Mission angekommen. In Skeeter's Place. The Mission. Und reparieren. Jetzt gucken wir erstmal kurz. Wir clearen erstmal den Raum hier. Wir haben hier sogar schon einen Besucher. Okay, mach doch, was du willst. Wir haben weitere Fertigkeiten. Die würde ich ja nochmal ganz kurz hier auf einen auf Stärke gehen. Oder auch nicht. Ach, der kostet 2 Punkte. So, dann haben wir schon mal den ersten aufgescheucht. Hm.
Da bist du. Wollte mich gerade sagen. Irgendwo höre ich noch einen. Sag, kannst du mich vergessen jetzt? Junge! So, jetzt bist du noch dran. Okay, warte, damit meine Taktik wieder funktioniert. So, jetzt kann ich dich abschießen. Okay. Oh Gott. Okay. Aber da haben wir jetzt einmal alles komplett durch. Benutzen. Oh, und können jetzt hier ganz in Ruhe erstmal den ganzen Krimskrams looten, den wir eventuell noch benötigen. So. Nachdem wir jetzt das ganze hier Haus auch geklärt haben, werden wir uns jetzt den Spaß machen. Und da hinten ist unser Loot Drop. Wir haben es ja auch 14.25 Uhr. Das heißt, wir werden jetzt erstmal Loot Drop technisch. Ja, gucken, was da hinten sich so befindet. Wo sind die auf der Map? Alter, ist gar nicht mal so unweit. Okay, na gut, dann bis gleich. So, macht es überhaupt Sinn, jetzt zu dem Loot Drop zu gehen? Fällt mir gerade mal ein, wenn unser Inventar quasi komplett full ist. Ich glaube nämlich nicht. Aber vielleicht haben wir ja Glück und finden oder haben in dem Loot Drop hauptsächlich Bücher drin. Das wäre natürlich jetzt, sag ich jetzt mal, ein Bonuspunkt. Wo ist denn hier der Loot Drop? Ist der in dem Haus? Ist er hinter dem Haus? Er scheint hinter dem Haus zu sein. Okay. Na dann. Hoffen wir mal, dass uns da jetzt keiner... Ja. Ja. Wie soll ich denn da hochkommen? Okay. How it goes up there? Oh, einfach hochspringen. Okay. Okay, das können wir rausschmeißen. So, was brauchen wir nicht? Das können wir einmal kurz benutzen und benutzen. Stoffrüstungspaket. Das können wir rausschmeißen. So, das nehmen wir einmal mit. Das nehmen wir einmal mit. So, was können wir hiervon noch verwerten? Ein grober Schrott, den könnten wir eigentlich zerlegen. Und dann könnten wir das hier mitnehmen. So. Kann ich das auch zerlegen? Sehr gut. Kann ich mich noch die Tabletten mitnehmen. Perfekt. Und die Steinaxt, genau. Okay, cool. So, das heißt, wir können uns jetzt quasi wieder auf dem Weg Richtung nach Hause machen. Ja, nice. Dann machen wir das doch mal. Beziehungsweise... Ja doch, wir machen uns erstmal auf den Weg Richtung Heimat. Wir machen uns auf den Weg Richtung Heimat. Hier ist natürlich ein geiles Dorf, muss man auch sagen. Sieht schon geil aus. So, wie so eine Art Westernstadt. Ist schon nice. Machen wir uns erstmal Richtung Heimat. So, Sweet Home Alabama. Nein, natürlich nicht, aber wir sind Sweet Home, Sweet, ja, ist egal. Auf jeden Fall sind wir jetzt wieder zu Hause. Endlich wieder angekommen. Und, genau. Und wir haben hier wieder unsere ganzen Utensilien und wir haben super viel Loot mitgenommen. Was ich natürlich ganz nice finde. Okay. Den Rest müssen wir im Inventar behalten. Weil wir davon zu viel haben.
Aber wir haben hier drunter noch eine Kiste, wo wir jetzt einfach mal die Sachen quasi hier reinschmeißen können. Okay. So, dann packen wir dich nämlich mal hier hin. Was haben wir denn hier? Tragen. Tragen. Oh ne, warte. Dann tragen wir doch lieber die hier. Tragen. Ja. Benutzen. Und tragen. Okay. Dann können wir das einmal zerlegen. Ne, da war eine Vierer. Dann sagen wir hier auch zerlegen. Und zerlegen. Und benutzen, benutzen, benutzen. Du hast Rüstungsstufe 1, Stoff zerlegen freigeschaltet. Qualität 2. So, hier haben wir jetzt nochmal unsere G-Trangle. Zusätzlich könnten wir uns dann auch noch hier die Eier machen. Genau. Machen wir uns nämlich da auch noch die Eier. So, und wir fangen jetzt an mit Holz. Unser Bungalow hier zu verbessern. Indem wir jetzt einfach hier schön alles verstärken. Okay, jetzt haben wir kein Holz mehr. Das heißt, jetzt müssen wir wieder holzen. So, wir haben aber auch nicht mehr so viel Zeit. Das heißt, wir gehen mal ein bisschen weiter nach hinten. Und dann gucken wir mal, dass wir hier jetzt nochmal ein bisschen alles mitnehmen, was wir mitnehmen können. An Holz. Wir haben wirklich viel Holz gehabt und haben jetzt auch viel Holz verbraten. Ich habe auch mehrere Level-Ups bekommen. Durch das Verbessern von den Sachen. Ja, ist ja gar nicht mal so verkehrt. Aber ja, ne, müssen wir halt mal gucken. Okay, ich hoffe, das reicht erstmal, damit wir den Rest verbessern können. Von unserem Gebäude. Damit wir einfach auf der sicheren Seite sind. Wäre natürlich ganz nice. Ich muss aber auch sagen, dass selbst das Verbessern von so weit weg finde ich schon irgendwo angenehm. Ne, dass man da nicht so nah ran muss an die Sache. So, guck mal, und so sieht es doch schon ganz geil aus. Von der Seite aus. Weil hier muss ich nochmal ein bisschen eventuell schauen. Na, das wollte ich eigentlich nicht. Gut, ich hab, Alter, ich bin fast tot. Lol. Wir verbinden uns erstmal, weil ich habe ganz schön viel Aura bekommen. Aber wirklich viel. Ich glaube, wir sollten hier nochmal ein paar Blöcke... Genau, das war ja hier das Ding. Ich würde hier gerne nochmal ein paar Blöcke bauen. So, ich sag jetzt mal 10 Stück. Sind die restlichen? Ich würde sagen, hallo. Einfach damit, falls sie hier reinkommen, kommen sie bis dahin, das war's. So, und jetzt können wir uns überlegen, weil wir haben ja jetzt ordentlich Fleisig, wie wir sind. Haben wir Sachen gelootet. Und zwar Bruchsand und Stoff. So, und damit sollten wir doch jetzt Sandsäcke herstellen können. So, wir fertigen mal 10 Stück an. Ich habe mir jetzt darunter ein bisschen mehr vorgestellt, bin ich ehrlich. Weil das bringt uns ja dann vielleicht gar nicht mal so viel, leider Gottes. Also wir können es ja mal testweise hier hinbauen. Was? Wie sieht es aus, wenn du jetzt davor stehst? Kann ich dich einbauen da drin? So, wir spielen jetzt mal ein bisschen mit der Dame hier so Wildwest-mäßig rum. Jetzt aufhören, mich hier zu belästigen.
Hier habe ich noch zwei. So, und jetzt drehen. Und komm mal hier rein. Nee. Komm mal hier hin. Ja. Und jetzt hier rein. So unklug bist du gar nicht. Okay, du kannst hier rüber hüpfen. Na gut, wenn du da rüber hüpfen kannst, dann bringen mir die Sandsäcke gar nicht so viel. Leider. Leider bringen mir dann die Sandsäcke gar nicht so viel, wie ich eigentlich ursprünglich gehofft hatte. Natürlich schade. Scheiße. Also es ist nicht nur schade, sondern es ist, ich nenn's mal so wie es ist, es ist scheiße. Dann war das ein Satz mit X, würde ich sagen. Dies war wohl nix. Ja, aber dann brauchen wir auch nicht weiter meinen, ne? Weil dann ist Mining quasi für ein Ass. So, das heißt, ja, wir machen uns das jetzt hier wieder gemütlich. Leider kann ich mich an solchen Klappstühlen nie ransetzen. Leider. Finde ich immer ein bisschen schade. So. Okay, dann sind wir jetzt erstmal hier, würde ich sagen. Und gucken jetzt, dass es einfach Nacht wird. Und warten einfach dann die Nacht ab bis morgen früh. Um 4 Uhr wird es dann wieder soweit sein. Und wir sehen uns dann um 4. Bis gleich. So, ist jetzt kurz vor 3. Wir haben jetzt die Nacht so leicht übersprungen, in Anführungsstrichen. Wir werden jetzt mal gucken, dass wir uns noch was zu essen machen. Ne? Weil wir haben kaum Nahrung. Also, wir haben schon Nahrung, aber wir haben halt nicht mehr so viel, wie wir unten in der Leiste sehen. Und wir haben ja jetzt schon das Problem, dass die Ausdauer uns flöten geht. Das heißt, wir gucken uns... Achso, guck mal, wir haben hier sogar noch was. Wir können ja hier erstmal noch was essen. So, wir essen einmal das hier und trinken noch mal was. So, und um 4 können wir ja dann quasi hier wieder raus. Und ansonsten war die Nacht eigentlich sehr ruhig, glaube ich. Ja. Wir gucken uns nachher natürlich ja nochmal draußen an, was alles passiert ist und ob was passiert ist. So, dann können wir ja mal kurz schon mal draußen ein bisschen hier gucken. Was ist denn hier in der Nacht passiert? Ist überhaupt was passiert? Also hier sieht es erstmal soweit so gut aus. Hier ist nichts weiter reingerannt. Hier auch nicht. Sieht alles sehr, sehr gut aus, muss ich sagen. Wir gucken jetzt nochmal ganz kurz hier hinten, ob hinten sich irgendwas getan hat. Vielleicht ist ja hier jetzt doch noch jemand in der Nacht gewesen. Sieht aber auf den ersten Blick gar nicht mal so aus, als ob. Weil es scheint noch alles heil zu sein. Nichts ist kaputt gegangen, sehr gut. Hier vorne ist... eine Lücke. Was ist hier passiert? War ich das? Es liegt auch keine Leiche da. Wobei die Leiche kann ja auch schon längst wieder despawned sein. Ist natürlich auch eine Möglichkeit, die ich nicht ausschließen möchte. So, langsam wird es wieder hell. Was natürlich dafür spricht, dass wir dann auch bald wieder raus können. Und als nächstes müssen wir dann, glaube ich, mal auch jagen gehen. Ja, weil wir haben jetzt unsere Festung hier, sage ich jetzt mal. Ist schon mal okay. Ich glaube nicht, dass die den Blutmond überlebt. Ich glaube, dass im Blutmondfall wir hier komplett am Arsch sind. Also so stelle ich mir das vor. Aber da müssen wir auch erstmal zum Blutmond hinkommen. Das können wir hier schon mal ein bisschen gucken. Luki Luki machen. Ist da was? Ne, sind nur die Sträucher, ne? Eine Taschenlampe, das wäre... Eine Taschenlampe, das würde ich auch feiern. Hatten wir nicht sogar einen Aufsatz für eine Taschenlampe irgendwo? Helmlicht. Kann ich
diesen Helm verändern? Und kann ich ein Helmlicht draufklatschen? Ja, kann ich. Und wenn ich jetzt sage, wie kann ich das Helmlicht aktivieren? Oh, lol. Das ist Next Level Shit. Das gefällt mir richtig gut. Braucht es irgendeine Energie? Irgendwas? Ich hoffe nicht. Also falls doch, dann muss ich auf jeden Fall die Sachen dazu besorgen. Aber da das ja in der Nacht ist, ist ja OP. Das ist ja richtig gut. Jetzt kann man nämlich hier nicht mal gucken. Aber hier liegt wirklich gar nichts. Gar nichts, gar nichts. Gar nothing. Nothing is there. Okay. Okay, die rennen noch. Wo rennen die denn hin? Rennen die nach Hause? Wo wollen die hin? Alter, hier sind aber... Hier ist ja... Hier sind ja einige. Ja. Also eigentlich müsste ich jetzt den Scheiß hier clearen. Oder? Also wäre doch eigentlich besser. So, dann probieren wir mal hier Step by Step die Leute hierher zu ziehen. Aber hier hinten in meinem Bereich, also da wo ich auch noch Herr der Lage bin. Damit ich die hier Step by Step kaputt mache. Ciao, Kakao. Oh, hier hinten sind eindeutig zu viele, würde ich sagen. Ja, lauft ruhig mal da durch. Wieso kann sie denn einfach rüberlaufen? Ich würde das sagen. Na, jetzt wollen wir mal gucken, wie stabil ist es? Der eine ist schon mal da drinnen gestorben. Stirbt sie auch da drinnen? Ja. Sie stirbt auch da drinnen. Nee, Big Mama. Alter, die ist aber auch... Ich kann sagen, die ist aber schnell unterwegs. So, m'lady. Schön auf den Hinterkopf. Okay, sie ist auch tot. Gut, nehmen wir uns den nächsten Boy. Le Boy. Okay, der war One-Shot. Das war lucky. Dann nehmen wir uns den hier, weil der ist, glaube ich, auch gefährlich. Oh ne. Oh ja. Okay. Das tat, glaube ich, weh. So, wen haben wir denn noch hier Feines? Haben wir nochmal Big Mama? Die Nurse? So, ich glaube, die Nurse hat erstmal Bock auf mich. Ja, ich würde sagen, dein Kiefer ist ein bisschen ausgekugelt, ausgerenkt. I don't know, wie man es betiteln soll. Was musst du mir denn sagen? So, jetzt gucken wir mal, was wir mit Big Mama machen. Big Mama. Oh, hier sind aber zwei. Okay, einmal Big Mama und einmal so ein Typ im Anzug. Oh, der war nicht gut. Nee. Ja,
gefallen. Ich konnte hier auch noch rückgucken. Ich wollte das nicht. Was ist das denn hier? Ach, das ist eine Schlange. Du kleine, fiese Schlange, du. Hier sie etwas fallen lassen. Das finde ich natürlich nett. Hey, warte, wir kümmern uns erstmal um dich. Dann kann ich mich die Schlange auseinandernehmen. Um mir nochmal ein bisschen Fleisch zu holen. So, also hier. Ja, nice. Ein bisschen Fleisch. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Fleisch. Jetzt können wir nämlich mal gleich gucken. Aber wir haben leider nichts mehr. Wo wir das, wo wir was hübsch machen können, ne? Gebackene Kartoffel, verkohlt Speck mit Eiern können wir immer noch nicht machen. So. Na dann. Lass uns mal wieder raus. Haben wir jetzt hier hinten eigentlich alle kassiert? Ja, würde ich ja natürlich feiern. So, wir müssen natürlich dann jetzt hier wieder ein paar Sachen reparieren. Ne, weil Big Mama hat hier ganz schön Schaden gemacht. So, das heißt, wir müssen hier auch wieder ein paar Sachen dann ersetzen. Wir hatten hier hinten noch was Schönes gehabt, aber auch irgendwie... Also hier muss jemand reingerannt sein. Aber derjenige ist nicht gestorben. Oder wenn er gestorben ist, ist er schon despawned. Das ist natürlich auch möglich. So, das heißt, wir farmen jetzt erstmal auch wieder eine Runde Holz. Und müssen dann gucken, dass wir wieder zwei Missionen machen, ne? Also für den morgigen Tag zwei Missionen. Sowie Blue Drop. Müssen wir ja dann auch wiederholen. So, aber jetzt machen wir erstmal als erstes, so, warte mal, wir können ja erstmal noch was essen. Und auch noch mal was trinken. Oh, das war nicht so gut. Wir haben Bier getrunken. Eieiei, wir haben ein Bierchen jetzt zwiebelt. Am frühen Morgen um 5.26 Uhr. Das ist vielleicht nicht so optimal. Jetzt haben wir wieder Hunger. Durst, meine ich. Nehmen wir mal... Oh Gott, ich... Okay, nach einem Bier schon so drauf sein, weiß ich nicht. Aber gut, kann passieren. Nicht jeder verträgt Alkohol identisch gut. Daher kann das mal vorkommen. So, um 6 Uhr macht der Händler, glaube ich, auf. Können wir hier aber auf jeden Fall noch mal ein bisschen Holz sammeln. Weil die Rohstoffe brauchen wir ja so oder so. Egal, ob wir jetzt unser Haus schon fertig haben oder nicht. Wir brauchen ja zum, ja nicht nur zum Verbessern, sondern auch zum Reparieren, brauchen wir halt Ressourcen. Also Ressource ist, also Ressourcen sind halt das A und O in diesem Game. Weil es, glaube ich, in jedem Survival-Game, egal welches, ob Survival-Horror ist, also egal was für ein Survival, du musst halt farmen ohne Ende. Du bist halt angewiesen auf die Ressourcen, ne? Also so ist ja nicht. Nehmen wir hier nochmal ein bisschen Steini mit. Bauen wir noch hier den Baum hier noch ab. Und dann dürfte es auch gleich 6 Uhr sein, sodass wir nämlich gleich mal gucken können, zwecks Aufträgen und ob wir wieder uns nochmal Wasser oder Getränke generell irgendwie nochmal kaufen können. Weil ist halt schwierig. So. Baum ist gefällt. Wir nehmen noch den Stein damit. Den Stein der Weisen. So, und jetzt müsste er hier wieder die mich den hier offen haben. So, hoffe ich jetzt mal. Verschlossen? Wieso verschlossen? Ist doch 6 Uhr. Wie, ich kann um 6 noch nicht hier rein? Was ist denn mit dir los? Um 6.05 Uhr machst du auf. Steht hier nicht vorne was dran mit 6 Uhr? Hallo? You loot, I shoot, finde ich auch sehr geil. So, lass uns mal hier kurz gucken. Don't come in here unzipped. You don't come in here unzipped. So, Kochgrill, nein, nein, nein. Bier will ich auch nicht. Habe ich überhaupt Geld an mir? Ich habe gar kein Geld mitgenommen. Warum bin ich denn überhaupt hier?
Okay, ja, dann bringt mir das nicht so viel. What kind of lousy customer are you anyways? Na gut, dann würde ich mal sagen, beenden wir jetzt die Folge um 6.30 Uhr zwar, aber dafür können wir ja dann die andere Folge um 6.30 Uhr jetzt wieder starten. So sieht es nämlich aus. Ich danke euch natürlich herzlichst wieder zum Einschalten von diesem kleinen Projekt. Meine Güte, mein Deutsch ist auch nicht mehr das Beste. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen. Und ansonsten, ja, sehen wir uns einfach morgen wieder bei der nächsten neuen Folge und wir hoffen mal, dass wir morgen auch nicht sterben werden. Ja, schauen wir mal, wie weit wir kommen. Bis dahin sage ich erstmal, danke fürs Einschalten und reingehauen.